Hey Leute, ich bin's Jonas und das ist die Logitech MX Vertical. Mit dem Selbstbewusstsein der Erfolgsgeschichte MX Master im Rücken und dem Trend vertikaler Mäuse vor den Augen hat Logitech die Maus als Evolution der Ergonomie angekündigt. Warum dieses Marketing perfekt gewählt ist und wie mir die Maus gefällt, das klären wir in diesem Video. Spätestens seit der modernen Neuausrichtung Logitechs 2015 gehört das Unternehmen zu den stilvollsten Herstellern von Computerzubehör. Schon die Verpackung der Maus ist schön, schlicht und die ideale Einleitung in die Produkterfahrung. Die wie bei einem Sportwagen geschwungenen Linien lassen keine Zweifel daran, dass die MX Vertical aus dem gleichen Designstudio kommt wie die MX Master, auch wenn die Formsprache etwas konservativer ist. Das gilt auch für die Farbauswahl, denn Stand jetzt gibt es nur Schwarz. Logitech hat mir nicht verraten, ob in Zukunft weitere Varianten wie Midnight Teal oder mein Favorit ein minimal cleanes Hellgrau geplant sind. Die Verarbeitung der Maus ist sehr gut und der Bereich mit dem Logo fühlt sich, wenn er nicht sogar wirklich welches ist, sehr nach Metall an. Ansonsten gibt es noch genau drei wichtige Elemente. Die Vor- und Zurücktasten, die mit dem Daumen sehr gut zu erreichen sind, das Scrollrad, das gleichzeitig als weiterer Button fungiert und der dominante Knopf auf der Oberseite, der standardmäßig zwischen den festlegbaren Zeigergeschwindigkeiten wechseln kann. Hält man den Knopf fest und bewegt die Maus nach rechts oder links, so kann man die Geschwindigkeit sogar zwischendurch ganz einfach ändern. Sowieso sollte der erste Download eines jeden MX Vertical Käufers die Logitech Options Software sein. Hinter der übersichtlichen Programmoberfläche verbirgt sich nicht nur die Möglichkeit, jede der eben genannten Tasten individuell anzupassen, und zwar nicht nur fürs gesamte System, sondern auch spezifisch für einzelne Anwendungen. Nein, zwei weitere Logitech-Technologien kommen ins Spiel. Easy Switch und Logitech Flow. Easy Switch beginnt damit, dass die Maus mit bis zu drei Computern verbunden und dann per Knopfdruck auf der Unterseite kinderleicht zwischen ihnen gewechselt werden kann. Logitech Flow geht noch einen Schritt weiter und verbindet die Computer so miteinander, dass der Mauszeiger in einer flüssigen Bewegung von einem zum anderen wandern kann. Ich selbst habe dafür zwar keine Verwendung, aber im Test hat es tatsächlich mit minimaler Verzögerung funktioniert und selbst ein Dateiaustausch per Copy and Paste war möglich. Aber genug davon und zur wichtigsten Frage: Ist eine vertikale Maus besser? Logitechs Ziel ist klar: Keine unbequeme Handhaltung mehr. Der Weg zum Ziel? Ein senkrechter 57 Grad Winkel, der nach einigem Experimentieren zum Sweet Spot erkoren wurde. Es ist wirklich, als hätte man eine normale Maus um diesen Winkel gedreht und ist dabei bei dieser natürlichen Händedruckposition gelandet. Das Ergebnis? Die MX Vertical soll die Belastung der Muskulatur verringern, den Druck auf das Handgelenk mindern und die Körperhaltung verbessern. Ich muss ehrlich sagen, dass ich kaum einen Unterschied gemerkt habe. Und das meine ich wörtlich, weder gut noch schlecht. Es ist nämlich so, dass ich auch mit normalen Mäusen nie Probleme hatte und sich die vertikale Form nach kurzer Zeit ebenso gewohnt anfühlte. Und vielleicht ist genau das schon das höchste Lob für ein so neuartiges Design. Und vielleicht passieren die Verbesserungen allesamt unterbewusst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Ergonomie normaler Mäuse schlechter für mich ist, ohne dass ich es bemerke. Eines kann ich sicher sagen: Wer mit normalen Mäusen ergonomische Probleme hat, der sollte definitiv mal eine vertikale ausprobieren. Meine etwas gebremste Euphorie hat überhaupt nichts mit der Form zu tun. Es sind fast nur Kritikpunkte, die Logitech bei der MX Master besser macht, und gerade das macht es so ärgerlich. Das Fehlen weiterer Farben? Okay, geschenkt. Das Fehlen eines in die Daumenanlage integrierten Buttons zur Gestensteuerung? Kein Dealbreaker. Aber das Fehlen eines stufenlosen Scrollmodus tut schon wirklich weh, vor allem wenn man zum Beispiel Apples Gestensteuerung per Trackpad gewohnt ist. Es geht nur dieses abgehakte Scrollen und keinen Weg drumherum. Der Dealbreaker für alle Videoproduzenten dürfte aber das Fehlen eines horizontalen Scrollrads sein. Durch die Timelines scrollen macht einfach keinen Spaß und nein, die Vor- bzw. Zurücktasten sind kein adäquater Ersatz. Ich persönlich habe das übrigens so gelöst, das Setup in dieser Laptop-Anordnung, um ein Trackpad zu bereichern. Einige Lichtblicke will ich euch dennoch mitgeben. 4000 dpi sorgen dafür, dass wir unsere trägen Nerdarme nicht mehr so weit durch die Gegend quälen müssen. Die Maus per Bluetooth, beiliegendem Unifying-Empfänger oder auch Kabel zu verbinden, ist ein Kinderspiel.
Das Kabel, das gleichzeitig zum Laden dient, ist ein USB-C-Kabel und das Laden muss sehr selten stattfinden, denn voll aufgeladen soll die Maus 4 Monate lang halten. Ich selbst würde die Akkulaufzeit als etwas unter diesem Wert, aber doch als hervorragend einstufen. Und das Wichtigste, der Klick klingt toll. Also wirklich, das ist wichtiger als man denkt. Die MX Vertical ist also leider keine MX Master, die einfach auf den Kopf gedreht wurde. Sie ist eines dieser erste Generation Produkte, bei denen schon in der Luft liegt, welches Potenzial ihre Nachfolger ausschöpfen werden. Sie ist eine vertikale Maus, nicht mehr und nicht weniger. Keine Revolution, aber Logitechs Marketing ist schlau. Sie vermarkten einzig und alleine die Evolution der Ergonomie und das stimmt auf jeden Fall. Bei einem Preis von 109 Euro rate ich jedem, der nicht schon länger gespannt auf eine vertikale Maus aus dem Hause Logitech wartet, dazu die Preisentwicklung oder Nachfolger abzuwarten. Denn Logitech liefert seit einiger Zeit ab und ich bin gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe weitergeholfen zu haben und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.